Also mein wichtigster Tipp für die angehenden Handwerkerinnen und Handwerker ist, dass sie sich bei der Unternehmensgründung genau überlegen, was sind meine höchsten Ziele und Werte, sowohl im Leben als auch im Unternehmen, und danach das Unternehmen ausrichten. In einer echten Ökonomie, Oikonomia, ist das Wohl aller Betroffenen, von den Mitarbeitenden, von den Zulieferern, den Kundinnen, den nachfolgenden Generationen und der Natur, das ist das oberste Ziel. Und wir machen das in einer Gemeinwohlbilanz messbar, und deren Maximierung könnte auch ein lohnendes und sinnvolles Unternehmensziel sein. Und das Geld, das ist auch wichtig, aber nur als Mittel. Und es braucht immer nur so viel finanzielle Mittel, damit ich mein Unternehmen gut führen kann und vor allem die höheren Ziele und Werte erfüllen kann.